das Co-Event, dargeboten von Don't Let the Label Label You. Finde ich super geil, du und dein Label, Don't Let the Label Label You. Instinktiv, alles Richtige macht die Crowd hier. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Yeah, es ist Patron gegen Pace und der Moment, wo das Intro nicht so krass passt. Okay. Es ist P-A-R-T zum T-R-O-N. Dann weißt du, Part minus Thron, manche Dinge check ich nicht. Dann weißt du, Part minus Thron, manche Dinge check ich nicht. Denn dieser Part minus Thron hat einfach das Zeug zum Rappen, wenn er solche Lines bringt wie ohne Scheiß. Meine Lines lassen Feuer brennen. Feuer brennen? Respekt, mein Sohn. Kleine Info, das brennt auch so. Das war ja mal super Hotfire, du krasser Spaß. Aber aufgepasst, weil gleich die Angst dich packt. Denn meine Lights machen Wasser nass, Junge, was? Yo, yo, yo. Weiteres Zitat. Du bist der Inbegriff von Fotze. Vaginal. Digga, das trifft etwa wie der Inbegriff einer Gewürzmischung. Marginal. Letztes Zitat. Du lässt ja alles durchgehen wie die deutschen Grenzen. Interessante Ansicht, klingt aber nach Stammtisch. Solche Lines lässt man im Rap besser sein. Das ist jetzt nett gemeint, aber nächstes Mal schweig. Denn es steht dir ein Nafri gegenüber, du Pfeife. Aber das Einzige, was ich vielleicht überschreite, wird heute Nacht deine Schmerzgrenze sein. Oh. Das ist perverser Scheiß. Weil ich glaub nicht, dass du rechts bist. Echt nicht, nein. Ich glaub, du findest einfach Frauke Petri geil. Ich glaub, ey, du sagst es. Um mich auf diese Spannung vorzubereiten, zockt ich 17 Stunden auf Speed im Dunkeln. Junge, wie krank. Doch nur, weil du auf Pep zockst, sind das noch lange keine Speedruns. Mann, ich werfe dich rum wie nen Diskus. Du Nerd, gibst danach deine Diskus. Du pausenlos schwitzender auf Lagerkopf, Wichsender, sich von Mama den Arsch abwischender, nichts nutzt. Aber er weiß, wie Frauen ticken. Spätestens als das Drecksding probiert, sich eine Ananas vertikal ins Rektum zu schieben, dachte ich mir, ist realistisch, aber jetzt ist zu viel. Weg mit dem Spiel. Hat alles bei Sims gelernt, der Lappen. Leute bei Sims immer noch eingeladen, eingezahlt und auf mein Grundstück sterben lassen. Ich steig von den Göttern herab in den Cypher-Kreis. Nicht weil ich muss, sondern zum Zeitvertreib. Und zeig dir gleich, dein Einheitsbrei ist nicht das, was es zu sein scheint. Nein. Denn er sagt so Sachen wie Zitat: Ey, du bist so simpel gestrickt wie eine Brezel. Und ey, was bist du für ein Esel? Seit wann strickt man denn Brezel? Die Bitch wird gehäkelt. Und auch nach eigener Aussage. Aber meine Crew sind bildlich gesehen. Irgendwas mit verschiedenen Kampfsportarten. Na, vor Sumos kann man wegrennen, Alter. Muss der jetzt Angst vorhaben? So innovativ war dieser Spinner noch nie. Im Battle gegen Virus, also den mit I, bringt er ohne sich zu schämen die Zeile. If your age is on the clock, you are ready for the cock. Ja, krass, Alter. Den hat 2007 so das letzte Mal jemand noch nicht gekannt. Aber mit deinem Style vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Mit Polohemd und Stonewash Jeans und Gel in deinem Gingerhaar machst du Tracks übers Kacken gehen, du Fan der 257er. Vielleicht ist das noch angesagt, so irgendwo in Wuppertal. Doch mehr für jedes Haar auf meinem Muttermal ein Sperma-Tag auf deinem Muttermal. Swish! Du und deine Lions, Alter. In seinem letzten Battle sagt er: Ich bin so ein Bro, ich vergewaltige Bitches. Und das wirkt auf euch vielleicht wie aus dem Kontext gerissen, doch das ist einfach ein Teil, der in einer ewig langen, unkohärenten Zweckreimkette drinsteckt. Ich hoffe, dass ich dafür jede künftige Frau Bitchslap, du ins falsche Loch getropfter Wichsleck. In seinem letzten Battle sagt er zudem: Gut schmeckende Sperma ist der Grund, warum sie jeden Tag Ananas isst. Ich hab mich zuerst gefragt, okay, um wie viele Ecken denkt er jetzt? Aber wie viel ich hab überlegt, ich komm immer dabei raus, dass der Mann die Ananas essen muss, damit das Sperma danach schmeckt. Du machst dir einen auf harten Spasti mit deiner Kindercrew, aber nachher wieder ein Duckface im Interview. Was Scamming-Methoden Peter sonst so macht für nur eine einzige Reimkette? Seine Antwort im letzten heißen Battle. Meine Crew sieht man Fruit Snacken in Duschmäntel, Loop Scratchen von Blue Samples und dann noch ein wacker Abschluss mit Fußende. Da muss ich ganz kurz meinen Senfgas dazugeben.
wenn du und deine vergammelte Crew also mal wieder Obst essend in Bademantel in irgendwelche Loop Scratch deren Blues Samples laufen. Dann muss ich euch ins Chlor betten, wie Truthäunchen tauchen, die gesamte Umgebung zerstauben, euch die Funktion der Luftröhre rauben, euren Lebenssaft von der Ruine verteilen, denn die Bullen werden Blutsamples brauchen. Oh. Ja. Ey, der heißt Peter und trägt einen Ziegenbart. Ey, wenn ich zu dem Ziegen-Peter sag, ist Real Talk am Start. Ist Real Talk am Start, Alter. Ey, hör mal zu, mein Rap, meine Welt ist Rap, bis ich sterbe. Deine Welt sind die Berge, Alter. Das ist letzte fucking Soundtrack auf your life. Der fette Bauer wird klein gehackt wie Pesto. Und nach eigenen Aussagen. Mein Style, Biker Gang. Also ich nenne den eher wachgeprügelt werden, Kockenrachen und dann weiterpennen. Aus einem übelst fresher Sweater. Ja, richtig fresh. Okay, we get it, du bist gebildet und hast viel mit Wörtern auf Latein zu tun. Aber verrat mir bitte, was hat es mit der letzten Line am Hut? Nein, ich bin kein Aslak, auch wenn man das bei mir denkt. Digga, du siehst höchstens aus wie ein Chemopatient, du Lehramtsstudent. Alter, du siehst aus, als ob du ein Schrittmacher hättest. Digga, du siehst so ungesund aus, bei dir denkt man nicht an Asimemo, eher Asichemo. Und falls ihr... Zu meiner Rechten, introduce yourself, Diggi. Oschnicho? Oschnicho, was ist das überhaupt für ein Name, du komischer Spaß? Hast du zu viel von diesen neumodischen Drogen gepafft? Man, Real Talk, ich schreib so den Chief, yo, was geht ab? Wie sieht's aus mit einem Slot? Hast du einen Bro, der es packt? Er so Oschnicho und ich denk direkt, der hat ein Emoji verkackt. Sisyphos steht als Metapher für die sinnlose Mühe. Fuck. Blinzelt jetzt alle mal, Manuel. Du hast keine Tracks online und damit. Im letzten Battle meinte die Pfeife als Konter, du nimmst mich nicht ernst. Das mache ich ja selbst nicht. Ja, krasser Konter, Dicker. Wenn ich sag, deine Slut geht mir heute an, sagst du wahrscheinlich auch nur, dass du keine Freundin hast. So, denn er haut so raus, der dumme Hänger. Ey, deine Spitz. Wir sind nicht richtig sick, so wie ich, als ich damals die Schule geschwänzt hab. Oh. So, bist du Hure behämmert? Man bringt so eine Lines besser nicht, Bengel. Außerdem könntest du auch einfach sagen, deine Spitz sind nicht richtig sick, wie ich, Ende. Ja. Das wäre bei dir ein treffender Vergleich gewesen. Ach, und noch was. Schlampe, du riechst nach Opfer. Nach einem Battle mit mir bleibt dir nichts übrig, als das Glas in deinem Arsch zu polieren. Der Typ ist for real. Student und Barkeeper. Doch er keept seine Bars nicht real. Er trifft sich... Er trifft sich zum Hassfick mit Rappern, doch zeigt sich von der zärtlichen Seite. Denn bei ihm ist jede Bar tender, als würde er Liebessongs schreiben. Yes. Und was laberst du eigentlich denn von einem guten Klamottenstil? In deinen Röhrenjeans. Das ist so töricht wie zu behaupten, ein deutscher Rapper rappe wie Rakim, du Schnurrbart-Tattoo am Finger tragender Wack-MC als du und... Hurensohn, Alter. Ich denk mal, umso doper du bist, Alter, umso wackere Lines brauchst du. Also auf gut Deutsch so, so extra vulgär und überkontroverse Bildspiegel-Schlagzeilen zu spucken, Alter, braucht ein Typ nicht, der wirklich... übers Battle, Alter, mit Niveau an guten Reimketten oder halt gute, saubere Doppelreime schießt, Alter, oder gute Pointe setzt oder eine gute Delivery hat, so, der braucht halt nicht in so eine Billigtrickliste greifen, wie 20 Mal Hurensohn in einem Battle zu erwähnen, zum Beispiel. So, Teil 2 ging Wuchsprofer. Waxprofer, the prefer waxing, erklärt seinen Namen in einem Interview. Wuchs, also wieder Brusthaarwuchs und Brofer, mein Nachname ist Hofer für meinen nächsten Gegner, falls es einen gibt. Und weil ich ein Bro bin, heiße ich halt nicht Hofer, sondern Brofer. Also. Was, du bist ein Bro, du gabst dir selbst dieses Zeugnis, du schimpfst dich Germanistikstudenten, vergleichst Wuchs mit Haarwuchs. Junge, das enttäuscht mich, deine ganze Selbstwahrnehmung entspricht nicht der Realität und ist einfach nur reulich, denn der einzige Mensch, für den du jemals ein Bruder warst, ist deine Freundin! Der Drops ist gelutscht und das Leben gab mir die Zitrone. Dann fahre ich halt nach Halle, um gegen Ortkutt den nächsten Sieg zu holen. Denn in seinen Strophen raucht er gekonnt Stilblüten. Sag, wie krass deine Drogenexzesse sind, während mein Leben doch so behütet ist. Aber ich wohne in Amsterdam, da sind solche Storys nur Smalltalk am Frühstückstisch. Aber am Nettelbeckplatz habe ich dir meinen Joint angeboten. Und du hast nicht einmal gezogen. Meine Bars gehen ins Auge. Du wirst von mir mit vier Fingern gefistet.
Und deine Ho nennt mich Puppenspieler, den Fingern reichen, um sie zu stimulieren. Ich schlage dich, Tunte tot, du Hundesohn, du nennst dich... Ja, ich bin Fabstyle. Ah, doch deine Schwester ist bei euch in der Familie der Stern im Runterholen. Deine Schwester behandle ich auch gerne in Runde 2, doch zuvor... Beschwörung ich nur zu Interstem! Du Hurensohn! Boy, im Battle, im Interview gegen Jermo meinst du? Meine Schwester Lea kommt bald zum Battle und dann wird die hier auf jeden Fall jeden hart ficken. So. Sei mal ehrlich, hast du nicht gesagt? Meine Schwester Lea kommt bald zum Battle und dann wird die hier auf jeden Fall jeden hart ficken. So. Jetzt sag mir bitte, wie viele Rapper hat deine Schwester Lea gefixt, seitdem du gesagt hast? Meine Schwester kommt bald zum Battle und dann wird die hier auf jeden Fall jeden hart ficken. So. Und jetzt sag mir vor allem, wieso und warum soll deine Schwester Lea jeden Rapper hier ficken? Was ist der Sinn, Mann? Ich kann den nicht blicken. Ist das etwa so eine Ablenkungstaktik, damit deine Gegner keine Texte schreiben können, weil sie deine Schwester bohnen, oder ist der Sinn etwa tiefer und Fett möchte mit seiner Schwester sehr bald die Welt erobern? Guck mal, das erste, was ich von dir gesehen habe, war dein Battle gegen Maro, wo du ihm vorwirfst, dass er eine schlechte Sängerin in einer seiner Hooks hat. Und da bringst du die Line... Ja, so eine Frauenhook, die kann schon mal swingen, Mann, nur bringt dir das nichts, wenn die Schlampe nicht singen kann. Boah. Digga, krass innovativ. Damit zeigst du der Crowd ja richtig, wie traurig das ist. Und auch so richtig schön von oben herab nach dem Motto, pff, ich brauch sowas nicht. Ja, do it yourself, man. Denn als ich dann auf seinen neuesten Track gestoßen bin, ja, da war ich erstmal baff, weil der singt da die Hook. Also völlig schief, ohne Druck, aber der singt da die Hook. Aber noch geiler ist ja der Name von dem Song. Alter, wie scheiße deep das ist. Aber passender Wert Rap, den man gleich wieder vergisst. Oder der einen nach 2 Sekunden nicht mehr schickt. Hey. Und die anfangs schon erwähnte Gesangshook von diesem Meisterwerk, die geht dann: Ja, das ist Rap für die Ewigkeit. Andere Rapper haben Penis-Night. Unsere Strophen sitzen jederzeit, denn das ist Rap für die Ewigkeit. Alter, okay, chill. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Das zu haten wäre ja kindisch. Ich meine, wer will mir denn jetzt erzählen, dass das gerade nicht für die Ewigkeit bestimmt ist? Ich habe eine Hook von ihnen gefunden, die war richtig krass. Muss ich echt sagen. Ich sing die mal kurz vor. Denk nicht nach, hol mir ne Glock. Denk nicht nach, hol mir ne Glock. Ich muss laden, bam bam shot. Ich muss laden, bam bam shot. Ich muss laden, bam bam shot. Was? Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich unbedingt Kollege sein will. Sei einfach du selbst. Oder auch nicht, das wäre ja eh nicht peinlich. Ein Familienvater, Post mit Waffen, die er nicht besitzt. Und das als Vorbildsfunktion. Ich frage mich, ob das richtig ist. Und als wäre das nicht schon genug, einer seiner neuesten Tracks heißt Baba Hasenkusch. Was ist denn Baba Hasenkusch? Du bist ja tierisch krasser Marsch, du krasser Gangster. Kann das sein, dass dein Dealer dich verarscht? Das ist so mächtig doof. Du, der krasse G, der ist so blöd, der streckt sein Pep mit Koks. Bevor ich es vergesse, ich hab ein Gadget mit dabei. Für meine Hurensohn-Kartei. Safe, Bruder, ist gesaved. Nein. Danke. Welche Kasse noch warten? Du und deine Lions, Dicker! Brr, brr, brr! Was hast du gesagt? Ich hätte das so gerne zugeschaut.